Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Jetzt seht ihr mich etwas nah, ich rück noch ein bisschen zurück. Ich möchte ein kleines Tutorial wagen. Es ist mein erstes und bitte seid nicht zu böse zu mir. Haare sind geglättet, ich habe schon Foundation, Concealer, Augenbrauenstift schon oben. Und ich mache mir eben meine Augen jetzt noch. Die Produkte werde ich euch dann in der Infobox wahrscheinlich verlinken. Und ich hoffe, dass mein Haar nicht so sehr stört. Und ja, dann beginnen wir mal. Als erstes werde ich eine Eyeshadow Base draufgeben. Die ist jetzt von Art Deco, wie ihr seht. Und ich hoffe, dass ich das zusammenbringe, dass das sehr gut im Licht ist. Und ja, ich schaue immer ein bisschen auch hier rüber. Aber eigentlich sehe ich eh alles gut. Priest the Noble Knights. Ah, jetzt fokussiert das nicht. Jetzt. Weil ihr werdet gleich nur mein Auge sehen, deswegen. Bevor wir anfangen, ich nehme den Lidschattenpinsel von MAC, den 239er. So, ich gehe jetzt mit dem Pinsel echt rein. Und nehmen ganz viel Produkt auf, weil der ein bisschen schwer aufzutragen ist. Und gib den jetzt das gesamte Lid. Und wie gesagt, der braucht etwas mehr. Das heißt, da müsst ihr gleich zweimal reinpacken. Lid bleibt. So. Also ich finde den auch so jetzt schon sehr, sehr schön. Und jetzt, tut mir leid, dass ich immer so unscharf bin, aber sie fokussiert dann immer. Das wäre jetzt normal schon der Lidschatten. Ich finde den auch so eigentlich schon sehr schön. Ich nehme jetzt meinen Blendepinsel her. Das ist der Zoeva Crease Brush. Und jetzt muss ich hier wieder fokussieren. Jetzt, ich weiß nicht, ob ihr seht, der Crease. Ja, und da verblende ich alles immer schön. Und jetzt können wir auch weitermachen. Ihr nehmt jetzt einen sehr fluffigen Pinsel. Seht, der ist echt sehr fluffig, auch von Zoeva. Diesem Croc Set. Das ist übrigens der Eye Blender. Und jetzt nehmt ihr die Farbe, eine ganz typische, die kennt ihr sicher, Command Chameleon. Das ist eben dieses Club Tube. Und mit dem gehe ich jetzt rein mit dem Pinsel. So, und gebe das in den äußeren Winkel und gehe auch in die Lidfalte rein. So, dann nehmt ihr euren Crease Brush und verblendet schön. Ich finde das echt so einen ganz tollen Effekt. So, das gleiche wird natürlich jetzt auch auf dem anderen Auge passieren. Ist eh klar, dass mir bei meinem ersten Tutorial gleich ein Fehler unterläuft. Ihr seht, das ist zu viel. Aber ich zeige euch jetzt eine Variante, wie das schnell weggeht. Seht ihr, und weg ist der Überschuss. Und ich finde das echt wunderschön, die Farben und ja. So, ich gehe jetzt einmal noch kurz mit dem Pinsel. Bisschen so. Bin Augen drüber und
Verblenden doch. Gut. Jetzt nehmt ihr einen etwas größeren Pinsel. So einer. Das ist auch vom Croxet. Das ist der Shadow Brush. Jetzt nehmt ihr, ich nehme jetzt die IQ-Palette als nächstes. Das ist eben dieses Nummer 9 Peach Spring. Einen Moment, ich muss kurz sehen. Ja, Peach Spring. So, und da sind echt wunderschöne Farben drin. Und ich nehme jetzt diesen, ja, Champagnerton, finde ich jetzt. Und der kommt jetzt ober. Wirklich Lid oder eben unter die Augenbraue. Und ich stelle noch schnell scharf. Genau, jetzt seht ihr mehr. Ich finde, das rundet das Ganze echt so ein bisschen ab. Das finde ich echt sehr, sehr schön. So, ich mache das nur schnell jetzt. Anderem Licht auch. So. Und wie gesagt, das ist schon fast eigentlich der ganze Look. Ich finde das eben sehr einfach, aber doch elegant. Ich zeige euch das jetzt nochmal von nahen. Ich finde den Look einfach echt sehr schön, ich finde, den kann man einfach immer tragen. Und ja, was ich jetzt mache, ist noch den Innenwinkel zu highlighten. Und dort habe ich auch so einen, ich glaube, das ist auch so ein Schwammapplikator. Auch aus dem Croxet, also ich verwende jetzt echt nur noch diese Pinsel. Und ich glaube, wird nicht ganz scharf an mir. Das ist eben der Sponge Smudger, oder wie man das auch immer aussprechen mag. Und jetzt gehe ich hier, nehme meine Bobbi Brown Palette und da ist ein ganz, ganz heller Ton drin und ich finde, der ist einfach ideal zum Highlighten. So, dieser Ton hier, den gebe ich mir auf diesen Pinsel. Der nimmt ziemlich gut die Farbe auf und gibt das so in den Innenwinkel rein. Und jetzt finde ich es einfach perfekt. Ich finde, das ist fast so ein Alltagslook schon, weil es wirklich nicht so zum was Spektakuläres. Aber wir haben jetzt Maifest und ich gehe kurz rein mit meinem Freund. Und da habe ich gedacht, da kann ich mich etwas hübsch machen. So, was jetzt noch ist, natürlich die Lippen. Also das ist er. Ich finde den echt sehr, sehr schön. Ja, das war mein Augen-Tutorial. Ich bin mir eh nicht ganz sicher, soll ich das hochladen? Natürlich muss ich es ordentlich schneiden, werde das vielleicht mit Musik unterlegen. Und was ich nicht mache, jetzt diesen Feather Fan. Ich weiß nicht, es fokussiert schon wieder nicht, aber egal. Und dann nehme ich die letzten Krümel runter. Und das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, wer noch Fragen zu meinem Nagellack hat, das ist von Catrice. Ich glaube, ich habe jetzt gar nicht, ich habe schon drüber gestellt, ja. Von Catrice die Farbe. Ja, das wird man nehmen. Ich weiß nicht, ob es noch, ob es die noch gibt. Aber es ist so ein Bam. Blau, Kiesgrün. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.